Der Finne Kari Jalonen ist der neue Mann hinter der Kölner Bande. Auf der anderen Seite ist ein alter Bekannter, der Chef Serge Aubin, mit seinem neuen Assistenten Rob Collins. Es ist der Kracherauftakt an diesem ersten Spieltag der neuen Saison der Penny DEL. Berlin zu Gast in Köln und die Hausherren mit den ersten beiden guten Chancen in der vierten Minute. Erst Kenny und dann Gregor McLeod am Berliner Tor vorbei. Die Eisbären aber das spielbestimmende Team im ersten Abschnitt und immer wieder gefährlich bei schnellen Scheibengewinnen. Das ist Edwin Tropwan, der verliert den Puck an Gabriel Fontaine. Und was der jetzt macht, ist einfach nur klasse. Starke Einzelaktion vom Neuzugang aus Finnland. Erster Treffer in der Penny DL von Gabriel Fontaine. Der Truppmann erst die Scheibe abluchst und dann den jungen Verteidiger stehen lässt. Und Tobi Antschitschka überwindet die 1:0-Führung für die Eisbären in der 13. Minute. Kurz vor Drittelende nochmal die Haie. Nick Balen gewinnt den Puck an der Bande und dann Gregor McLeod auf Justin Schütz. Aber der Top-Torschütze der letzten DEL-Saison trifft nur den Pfosten. Und damit geht es mit einer 1:0-Führung für die Berliner in die Drittelpause. Der Eisbärenanhang kann zufrieden sein. Doch die Haie wurden stärker im Mittelabschnitt. Aber erstmal die Chance für Marcel Nöbels. Starke Parade von Antschitschka und dann der Gegenzug. Justin Schütz auf Grenier. Der legt ab für Gregor McLeod. Und den Rebound holt sich Justin Schütz. Jetzt aber 31. Minute. Der Ausgleich fast fällt auf der einen Seite das 2:0. Und im direkten Gegenzug ein klasse Spielzug. Grenier legt ab für McLeod. Hildebrand ist da. Doch Schütz staubt ab. Das Momentum schien auf Kölner Seite zu sein. Und genau dann sind die Eisbären eiskalt. Wissmann auf Tiffels. Das 2:1 in der 36. Minute. Tolles Anspiel von Kai Wissmann. Und der Kölsche Jung trifft ins Kölsche Herz. Und nur 24 Sekunden später wieder die Eisbären. Diesmal mit Erik Hörtler und dem 3:1. Fontaine und Mick legen auf für Hörtler. Der macht das herausragend, geht außen mit Tempo vorbei, legt sich die Scheibe auf die Rückhand und überwindet Tobi Antschitschka. Der Berliner Doppelschlag und plötzlich waren die Haie schwer beeindruckt und so beeindruckt, dass Berlin in Überzahl erhöht das 4:1. Der Doppelpack in der 39. Minute. Gabriel Fontaine trifft erst den Pfosten. Föderl setzt nach und dann staubt Fontaine ab. Und es wurde aus Kölner Sicht im Schlussabschnitt nicht besser. Berlin spielt es nüchtern und ganz souverän runter. Liam Kirk zum 5:1. Der erste Treffer in der Penny DL für den Briten. Blaine Byron und Leon Bergmann legen auf für Kirk. Aber einen gab es noch aus Kölner Sicht. 59. Minute. Marco Münzenberger holt sich die Scheibe hinterm eigenen Tor. Und dann geht es schnell nach vorne über Kamara und Aubry auf Münzenberger. Erster Treffer in der Penny DL für den 19-Jährigen. Schön die Scheibe hinten rausgeholt. Den Angriff selbst initiiert. Und dann vorne klasse abgeschlossen. Aber das letzte Wort in dieser Partie, es gehörte den Eisbären Berlin. Besser gesagt, Liam Kirk. Was für ein Hammer in den Giebel. Der Doppelpack für den Briten. Satter Schuss über die Schulter von Antschitschka. Was ein Statement. Und die Statements zum Spiel von den beiden Coaches. You know, we get a good momentum when we tie the game and we keep going for a while and then we do it, start to play in two long shifts and they capitalize their chances and that was almost game over. But you know, like, we have to think about it, positive things and try to analyze the game and go for looking for the next game. For
a little while they had us hemmed in our zone, but the guys stayed composed. So and I really liked how we played the third period. I thought we controlled the puck. We made some smart decisions. So it's a good road win. Der Meister mit einer meisterlichen Vorstellung. Berlin gewinnt 6-2 in Köln. Am Sonntag geht's für die Eisbären weiter in Iserlohn. Und Köln empfängt zum nächsten Kracherduell am Sonntag die Adler aus Mannheim. Live bei Magenta Sport.